Das Militärarchiv in Freiburg. 50 Kilometer Akten. Vom Heer des Norddeutschen Bundes bis zur Bundeswehr. Millionen längst vergangener deutscher Militärkarrieren liegen im Staub der Regale. Dienstanweisungen, Gefechtsberichte, Personalakten. Auch die des Grafen von Rothkirch. In der Akte findet sich eine Beurteilung. Sein alter Regimentskommandeur aus Ludwigslust stellt fest: Der Mensch, kalt. Außer für Frauen, Sippe und Eigenbesitz. Sprachkenntnisse bescheiden. Gesellschaftlich hervorragend geeignet. Als Soldat für praktische Tagesfragen ausreichend. Generalstabstauglich nicht genügend. Unterschrieben: Freiherr von Geier, Oberstleutnant. Als der Rittmeister in Berlin ankommt, weiß er vermutlich nichts von der vernichtenden Beurteilung. Er filmt die Reichshauptstadt, den Jubel, die stolzen Kameraden vom 11. Regiment. Und Rothkirch filmt seine Familie, die sich mitreißen lässt von den vielen erhobenen Armen. Die stummen Bilder vom fiebrigen Berlin 33 markieren für den Rittmeister das Ende des Stillstands. Auch Poldi, Graf Rothkirch, fühlt wohl damals, dass seine Eltern, dass alles sich verändert hatte. Nach 33 kam ein großer Schwung in die Stimmung der Bevölkerung. Und dieser Schwung äußerte sich dadurch, dass es auch alle Leute versuchten, das Beste zu machen und hatten auch Gelegenheit, nun was Schöneres anzustellen, was sich vorher nicht leisten konnten. Es ging vorwärts, es war der Aufschwung. Der Aufschwung in den Untergang bringt Poldi seine erste Trompete und viele neue Freunde. Wer nicht zum Jungvolk geht, dem passiert nichts. Man bleibt nur Außenseiter in der Schule. Alle gehen hin in Berlin. Sogar der Sohn vom französischen Botschafter, so heißt es. Dann bekommt Poldis Vater Post. Die Kamera läuft, der Briefträger kann kommen. Hier der Brief. Heil Hitler und auf Wiedersehen. Die Regie führt, wie immer, Rothkirch selbst. Der Brief scheint wichtig. Umschlag auf. Aha, ein Brief von der SS an den lieben Graf Rothkirch. Man bittet im Rahmen eines Kursus für höchste SS-Führer, deren Verständnis für die moderne Militärausbildung zu wecken. Weil Vater jetzt viel Arbeit mit der SS hat, verbringt Poldi seine Zeit mit Mutter. Berlin erlebt den schönsten Sommer seit Jahren. Kamera ab. Rittmeister Rothkirch tritt nun mit SS-Führern aus einer Baracke. Diese Leute in Schwarz soll Rothkirch militärisch vorbilden. Grundkurs tarnen, täuschen, angreifen. Für eine Karriere in der jetzt schnell wachsenden Armee. Rothkirch schult in Zivil. Laut Personalakte arbeitet er zu dieser Zeit im Reichskuratorium für Jugendertüchtigung. Ein Tarnname. Der Versailler Vertrag verbietet der Reichswehr paramilitärische Schulungen. Man hält alles streng geheim.
Frühling 34. Die Rotkirchs in Berlin Tiergarten. Im Fond des Wagens eine Küchenleiter. Die Leute scheinen auf irgendetwas zu warten. Die Leiter steht fest und wackelt nicht. Ein erster ruhiger Kameraschwenk gelingt Rotkirch auf dem Holzgestell. Dann darf kurz Frau Rotkirch Ausschau halten. Kraft durch Freude gibt es schon. Man feiert den 1. Mai mit Blumenschmuck und Umzugswagen. Dann kommt er, dank Küchenleiter gut zu erkennen. Adolf Hitler. 2 Monate vor seiner ersten großen Mordaktion. Ja, stellen Sie sich vor, ich kann mich als Kind noch daran erinnern, wir fuhren in Urlaub, als der Röhmputsch war und der General Schleicher ermordet wurde. Und da waren meine Eltern doch sehr entsetzt über diese etwas rauen Methoden und hatten das Gefühl, jetzt können wir wahrscheinlich gar nicht in Urlaub fahren, aber doch, das wurde alles runtergespielt. Aber da gab es den ersten Knacks zum bestehenden System. Vom Knacks zum bestehenden System findet sich nichts in Rotkirchs Personalakte. Dafür ein Schreiben an einen SS-Obergruppenführer vom Reichskuratorium. Im August 34 fordert das Heerespersonalamt Rotkirch zurück, als Kommandeur eines Reiterregiments. Rotkirch, mit Frau und schickem Wagen, macht nun doch noch Karriere. Für die Kamera inszeniert man heute Besuch bei den Stumps. Die Stumps, eine befreundete Familie, wohlhabend, mit ausgesucht guten Beziehungen. Rotkirch ist jetzt 47 und endlich Oberst. Der Regimentskommandeur, ein gern gesehener Gast. Das 15. Reiterregiment aus Paderborn. Rechts im Bild Rotkirch, der neue Kommandeur. Der Oberst macht eine gute Figur. Die und seine Eitelkeit bleiben nicht unbemerkt. Ja, natürlich. Er sah sehr gut aus und ritt sehr gut. Und wenn er mit auf dem Pferd seine Dressur ritt oder so weiter, dann sah er schon sehr gut aus. Das wusste er auch, natürlich. Er verlangte auch, dass man anständig angezogen war und so, sonst kriegte man eigentlich einen drauf. Das gehörte einfach zum Stil des Regiments und zu seinem Stil dazu. Poldi, rechts, spielt seinen Vater, Paderborn 1935. Der Offizierssohn hat einen neuen Freund in der fremden Stadt gefunden. Auch die anderen Kinder dürfen mitspielen. Aber richtig gern hat Poldi nur Karli Schönball, den er hier mit Mutter zum Zug begleitet. Tini von Rotkirch liebt ihren Sohn und schließt auch seinen Freund Karli in ihr Herz. Doch für Poldi und seinen Vater wird 1935 ein schlimmes Jahr. Dies sind die letzten Bilder von Poldis Mutter. Tini von Rotkirch stirbt wenige Monate später an einer simplen Blutvergiftung. Penicillin gibt es erst 5 Jahre später zu kaufen.